Herzlich willkommen bei unserem Webinar zu Life is Science, der European Researchers Night. Mein Name ist Martin Trinker, ich bin Biotechnologe bei ACID und darf Sie heute durch den ersten Teil dieser Veranstaltung führen. Es ist jetzt 11 Uhr und wir haben das nächste spannende Thema, das wir Ihnen gerne näher bringen möchten, und zwar Nanotechnologie. Wenn man so wie ich gerne Science-Fiction-Filme schaut, dann weiß man, das gehört doch schon lange zum guten Ton. Was man vielleicht nicht weiß, ist, dass Nanotechnologie tatsächlich in ganz vielen Alltagsprodukten schon drinnen steckt. Von Kosmetika, pharmazeutischen Produkten oder Elektronikprodukten. Es gibt natürlich auch immer wieder Fragen. Nanotechnologie, das klingt ein bisschen gefährlich. Ist es wirklich gefährlich? Wer sorgt denn dafür, dass es sicher ist? Dafür haben wir heute jemanden hier, die wirklich eine exzellente Expertin im Bereich der Nanotechnologie ist. Sie arbeitet beim Bio-Nanonet der Forschungsgesellschaft in Graz. Sie leitet einige EU-Projekte in diesem Bereich, forscht hier selber, und der Name dieser Person, um die es hier geht, ist Susanne Resch. Ich höre gerade, wir haben Susanne Resch hier quasi im Tarnanzug und der Name ist Victoria Vidimschewiczdeska. Man kann den Namen aber ändern, vielleicht kann auch jemand mit Organisatoren machen, mit Rechtsklick auf deinen Namen. Damit für alle, die später einsteigen, klar ist, kann man selber machen. Also lustigerweise habe nicht ich diesen Namen gewählt. Nur zur Information. Mit dem Link von Victoria eingestiegen bist. Alles klar. Aber bei Datei kann man eigenen Namen und E-Mail bearbeiten. Also bei GoToMeeting-Datei eigenen Namen und E-Mail bearbeiten. Und da kannst du jetzt sollte nun aktualisiert sein. Alles klar, perfekt. Ich habe bereits angekündigt mit dem spannenden Thema als Experte im Bereich Nanotechnologie und wir freuen uns alle bereits auf deinen Vortrag. Bitte, Susanne. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Martin, für diese Einführung. Ich starte gleich meine Slides. Ich hoffe, ihr seht nun alle meinen Bildschirm. Wir sehen ihn, allerdings noch nicht in der im Präsentationsmodus. Ich sehe, meine Audioverbindung wurde unterbrochen. Ja. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich glaube, die Verbindung ist etwas schwach teilweise, aber jetzt sehen wir auf jeden Fall deine Präsentation. Okay, alles klar. Also ihr seht die erste Slide mit dem Starttitel. Ja. Alles klar, dann kann ich mal zur nächsten switchen und hoffe, ihr seht nun auch die zweite Slide. Ich habe hier nochmal kurz zusammengefasst, was quasi die Outline des heutigen Workshops ist. Also es geht eben darum, dass Nanotechnologie viele neue Produkteigenschaften ermöglicht und auch ganz unterschiedlich in unterschiedlichsten Produkten eingesetzt wird. Und die Frage ist aber dabei, wie sicher sind dann diese Produkte für Mensch und Umwelt und wer entscheidet das? Und wie viel potenzielles Risiko wollen wir auch als Gesellschaft in Kauf nehmen, wenn es um innovative Produkte geht? Und auch ein bisschen, wie findet man sich zurecht in diesem momentanen Informationsdschungel mit digitalem Zeitalter, Social Media und dieser Flut auch an Informationen. Vielleicht ganz kurz noch zu mir als Person. Ich habe in Graz Pharmazie studiert, komme also eher aus dem pharmazeutischen Background-Bereich und habe dann in der Diplomarbeit mich mit Nanopartikeln und deren intestinaler Aufnahme beschäftigt, also quasi wie Nanopartikel vom Darm aufgenommen werden. Eben, falls sie zum Beispiel in der Medizin eingewendet werden als Drug Delivery System, wie dann die Aufnahme im Darm passiert. Und bin jetzt seit über 5 Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bio-Nanonet. Und wie eben, Nano steckt ja schon auch im Namen der Firma. Das heißt, Nanotechnologie ist eines unserer zentralen Themen. Und wir sind da eben auch in sehr viele EU-Forschungsprojekte involviert, wo es auch hauptsächlich eben um Nanosicherheit geht. Vielleicht nur zur Einführung, was ist Nano überhaupt? Nano kommt eben aus dem Griechischen, Nanos bedeutet dort Zwerg. Das heißt, es zeigt schon, da geht es um etwas sehr Kleines.
Und die Vorsilbe Nano ist eben die Abkürzung für den milliardsten Teil. Das heißt, ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Das heißt, wir sind im Bereich 10 hoch minus 9. Das heißt, wenn man sich die Skala anschaut, eben man hat 1 Meter, dann Millimeter wäre 10 hoch minus 3, Mikrometer 10 hoch minus 6 und Nanometer sind wir dann eben schon bei 10 hoch minus 9. Nochmal kurz zur Erinnerung, vermutlich eh allen mehr oder weniger bekannt. Das sind eben diese Kürzel und wofür sie stehen. Und bei Nano ist es eben das Milliardstel. Es gibt dann auch noch kleinere Größenordnungen, Picofemtoato und dann auch noch Zepto und Jokto. Aber ja, wir bewegen uns jetzt momentan im Nano-Bereich. Das kann man sich sehr schwer nur vorstellen. Deswegen habe ich versucht, ja, einen Vergleich zu finden, der das vielleicht ein bisschen veranschaulicht. Und man kann zum Beispiel sagen, dass ein Nanometer im Vergleich zu einem Tennisball verhält sich so wie der Tennisball im Vergleich zur Erde. Es ist vielleicht immer noch sehr schwer vorstellbar, wie das in der Größenordnung dann, also wie dieses Milliardstelteil in der Größenordnung ist, aber es ist vielleicht etwas veranschaulichter mit diesem Beispiel, als wenn man nur einfach von Meter und Nanometer spricht. Generell, wenn man sich jetzt Nanopartikel anschaut, dann, wie wir ja eben schon gesagt haben, Nano bezeichnet eigentlich nur die Größenordnung. Das heißt, ein Nanopartikel kann jegliches Material sein, das sich eben in diesem Ordnungsbereich der Größe von 1 bis 100 Nanometer, sagt man im Normalfall, bewegt. Das heißt, es kann jegliches Material, kann theoretisch ein Nanomaterial oder ein Nanopartikel sein, solange es eben in diesen Größenbereich fällt. Dann kann es natürlich unterschiedliche Formen haben. Also es kann eine Würfelform sein oder eher so Stäbchen oder auch Plättchen. Es könnte sogar eine Sternform haben. Also das ist prinzipiell mit dem Begriff nicht definiert. Es können unterschiedliche Formen sein. Dann kann natürlich auch die Oberfläche des Nanopartikels ganz unterschiedlich ausschauen. Die kann unterschiedlich geladen sein, positiv oder negativ. Da können Sachen angebunden sein, die eben die Oberfläche modifizieren. Ja, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ja, natürlich Material, habe ich eh schon gesagt, das können dann zum Beispiel Metall-Nanopartikel sein, aber auch Polymer-Nanopartikel oder Liposomen oder solche Carbon-Nanotubes, wie man hier diese Gitterform auch sieht. Also da sind den Materialien eigentlich keine Grenzen gesetzt. Dementsprechend ist das Thema Nanotechnologie ein sehr, sehr breites Thema, weil einfach jegliche Art von Material theoretisch auch ein Nanomaterial sein kann. Genau. Wie ist jetzt die konkrete Begriffsdefinition von Nanomaterial? Also man spricht von einem Nanomaterial, wenn mindestens 50% in einer Dimension zwischen 1 und 100 Nanometer vorliegen. Auf diese Definition hat man sich auf Seiten der Europäischen Kommission schon 2009 geeinigt. Auch mit all den Tücken, die dahinter liegen. Aber gut, so ist die offizielle Definition. Das heißt, theoretisch, sobald die Größe bei 101 Nanometer ist, ist es offiziell kein Nanomaterial mehr. Und aufgrund der kleinen Größe gibt es dann eben auch veränderte Eigenschaften des Materials. Als Beispiel habe ich hier das Aluminium zum Beispiel angeführt. Ich glaube, jeder von uns hat Alufolie in der Küche liegen oder hat sie zumindest schon mal verwendet. Man weiß, Alufolie ist eigentlich als Produkt, als ja, Alufolie, wenn man sie verwendet, nicht reaktiv und macht auch so keine Probleme. Allerdings Aluminium in Nanoform ist extrem reaktiv und sogar explosiv und kann eben zum Beispiel auch dann für Raketen benutzt werden, für den Antrieb. Und hier auf der Skala eben auch nochmal Beispiele für den jeweiligen Größenbereich. Im Meterbereich ein netter Hund oder ein Haustier. Dann im Millimeterbereich ist dann der Floh mit ca. 3 mm. Dann das Haar hat ungefähr 80 Mikrometer in diesem Größenbereich. Dann Blutzellen liegen bei ca. 6 Mikrometer Durchmesser. Und die DNA dann zum Beispiel hat einen Durchmesser von ca. 2,5 Nanometern.
Das hat auch der Martin vorhin schon gesagt in der Einführung, dass Nanotechnologie jetzt an sich nicht das neueste Thema ist, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Hot Topic. Es tut sich auch immer noch viel auf dem Bereich. Und im Jahr 2016 gab es auch den Nobelpreis für Chemie für das Trio Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart und Ben Feringer. Das sind eben sogenannte Nanowissenschaftler und die haben den Chemie-Nobelpreis bekommen für ein sogenanntes Nano-Auto aus Molekülen. Das ist eben ein Molekül im Nanometerbereich, das steuerbar ist und insofern als Auto definiert werden kann. Gut, nun zu den Produkten. Ich habe hier eine Reihe von unterschiedlichsten Produkten als Bilder einfach nur auf die Folie hinaufgegeben, einfach nur um zu zeigen, dass in wirklich unterschiedlichsten Sektoren und Produkten Nanotechnologie und Nanomaterialien zur Anwendung kommen, also sowohl in Kosmetika als auch in Nagellack oder in Kleidung, Textilien, alles was so in die Richtung Wasserabweisung geht. Man kennt ja auch vielleicht den Lotus-Effekt aus der Natur, wo eben das Wasser so abperlt von der Oberfläche und genau diesen Effekt hat man sich auch für zum Beispiel wasserfeste Kleidung zum Nutzen gemacht und dementsprechend ist Nanotechnologie wirklich in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt, auch in der Elektronik zum Beispiel oder auch in Sportgegenständen zum Beispiel, Tennisschlägern, ja, also das kann ganz unterschiedlich eingesetzt werden und eben auch im medizinischen Bereich einerseits eben als Transporter für Wirkstoffe oder ja, also der Möglichkeit sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Um das ein bisschen zu konkretisieren, weil es eben so ein sehr, sehr breites Feld ist, habe ich mir da ein paar Grafiken aus einer Publikation rausgenommen, wo eben dargestellt ist, einerseits auf der linken Seite einmal, welche Art von Nanomaterialien sind denn in den Produkten eingesetzt? Das sind eben zum Großteil metallische Nanopartikel, wie zum Beispiel Silber, Titanium, Zink, Gold oder andere. Aber es gibt auch die Gruppe der Carbon-Nanopartikel, die eingesetzt werden, oder Silikone oder auch andere. Und dann in der Mitte sieht man auch, in welchem Sektor dann diese Produkte eingesetzt werden. Das geht eben auch von Kinderspielzeug über Lebensmittel, Elektronik, Automotive-Sektor natürlich, also auch im Lackieren von den Autos zum Beispiel oder in irgendwelchen speziellen Materialien. Dann ja auch zu Hause und im Garten findet es Anwendung in unterschiedlichsten Produkten. Und großer Sektor ist natürlich auch Gesundheit und Fitness. Da findet man es zum Beispiel in Sonnencremen oder auch in Sportgegenständen, wie zum Beispiel schon die genannten Tennisschläger. Aber auch in Funktionskleidung, dass eben zum Beispiel das Sportgewand, da ist Silber eingearbeitet, Silbernanopartikel, damit es antibakteriell wirkt und so eben der Schweißgeruchsbildung vorbeugt. Ja, und ich muss nur schauen. Genau, und die Vielzahl der Produkte zeigt sich eben auch in der Grafik ganz rechts. Ja. Mit eben der größten Anwendung im Bereich antimikrobieller Schutz. Eben weil zum Beispiel Silber, wie schon genannt, als Nanopartikel antimikrobiell wirkt. Dann hier auch zu den Produkten. Da sieht man einfach, das ist der Zeitraum von 2012 bis 2017, dass die Zahl der Produkten, in denen Nanotechnologie oder Nanomaterialien eingesetzt sind, stetig wächst. Und im Jahr 2017 waren es laut dieser Nano-Database, da ist auch der Link auf der Folie drin, falls es jemanden interessiert, waren damals über 3000 Produkte gelistet, in denen eben Nanomaterialien eingesetzt sind oder Nanotechnologie benutzt wird. Und das sind alles Produkte, die eben auch bereits am Markt zu finden sind. Also nicht welche, die noch in der Forschung sind und quasi in der Pipeline, um den Markt zu erreichen, sondern wirklich Produkte, die es schon am Markt gibt.
Jetzt habe ich, um das Ganze ein bisschen interaktiver zu gestalten und damit nicht nur ich einfach ja, meine Slides da herunterbete und meinen Inhalt rüberbringe, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht als interaktiven Part über Mentimeter ein paar Fragen durchgehen. Da geht es um das Thema Fakt oder Fiktion. Das heißt, es sind dort Aussagen präsentiert und Sie können dann interaktiv abstimmen, ob es sich dabei jetzt eben um Fakt oder Fiktion handelt. Das heißt, ich muss jetzt meine Präsentation kurz beenden und gehe direkt ins Mentimeter. Das heißt, Sie können da sehr einfach teilnehmen. Sie müssen nur, Sie können zum Beispiel über Smartphone oder auch mit dem Laptop auf die Website www.menti.com gehen. Und dort sind Sie dann aufgefordert, einen Code einzugeben. Der Code sollte jetzt auch sichtbar sein, ganz oben. Und zwar ist der Zahlencode zum Eingeben 9227116. Vielleicht, ich weiß nicht, ob irgendjemand schon eingestiegen ist und mir sagen kann, ah, okay, die erste Abstimmung ist schon da. Sehr gut, das heißt, es funktioniert hoffentlich und Sie konnten alles schon einsteigen und das öffnen. Das heißt, die erste Aussage können wir bereits starten. Da geht es darum, Attacke Nanomaschinen. In der Natur gibt es Nanomaschinen, die deinen Körper attackieren können. Jetzt ist die Frage, ist das Fakt oder Fiktion? Ich lasse noch ein bisschen Zeit, dass man sich Gedanken dazu machen kann und auch sich eine Meinung aussuchen kann, ob man lieber Fakt oder Fiktion abstimmt. Ich sehe, wir haben schon 24, 27 Abstimmungen. Sehr gut, 28. Perfekt. Wie viele Teilnehmer sind wir dann momentan? 44. Das heißt, ich gebe noch ein paar Sekunden Zeit. Und dann können wir das erste schon auflösen. Es sind sogar noch mehr Teilnehmer, da uns einige über den YouTube-Livestream auch noch verfolgen. Okay, alles klar, danke für den Hinweis, Martin. Gut, dann. Als hier im Webinar. Alles klar, ich verstehe. Dann warte ich, solange die Nummer unten im rechten Eck noch wächst, lasse ich die Frage noch offen und dann können wir auflösen. Ich glaube, der Trend ist aber eindeutig. Der Trend geht in Richtung Fakt. Gut, ich glaube, die Zahl hat sich jetzt eingependelt. Wir haben jetzt 59 Antworten mit gut 2 Drittel würde ich mal schätzen für Fakt und 1 Drittel für Fiktion. Das heißt, ich werde jetzt einmal diese erste Aussage auflösen. Und zwar handelt es sich dabei tatsächlich um einen Fakt. Das heißt, ja, wir sind tatsächlich solchen Nanomonstern tagtäglich ausgesetzt. Viren wie zum Beispiel das Grippevirus oder auch HIV sind biologische nanoskalige Maschinen, die auch dem Körper theoretisch gefährlich werden können. Das heißt, die Mehrheit hat sich für die richtige Antwort entschieden. Gut, dann wechseln wir zu Aussage Nummer 2. Nanopartikel heilen Krebs. Eisen-Nanopartikel können in den Körper injiziert werden, um Krebszellen zu bekämpfen. Es gilt wieder, ist das jetzt ein Fakt oder ist das Fiktion? Ich denke, ungefähr 50 Personen ist ein guter Anhaltspunkt, wann man vielleicht auflösen könnte. Man muss nämlich berücksichtigen, im YouTube-Livestream gibt es eine leichte Zeitverzögerung. Die kann bis zu 20, 25 Sekunden dauern. Das heißt, ein bisschen Zeit sollte man auch den anderen Teilnehmern noch geben. Aber ich denke, bei ungefähr 50 Teilnehmern kann man dann schon mal, zumindest wenn ein Trend eindeutig ist, die Auflösung bekannt geben. Alles klar. Ich versuche immer nur kurz das Fenster von dem GoToMeeting zu verschieben,
Das ist immer irgendwo im Weg. Wir sehen es aber nicht, wir sehen nur deinen Bildschirm. Okay, alles klar, das war ich mir nicht sicher. Weil dann immer gleich groß das Video auch von dir aufpoppt. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob das dann alle sehen oder nur ich. Alles klar. Gut. Es freut mich sehr, dass alle so rege teilnehmen. Es sind schon wieder über 50, 54 Antworten. Auch hier würde ich sagen, ein ähnlicher Trend von der Verteilung. Der Großteil auf jeden Fall für Fakt, aber doch auch einige für Fiktion. Nachdem jetzt keine neue Abstimmung hinzukommt, werde ich es auflösen. Und ja, tatsächlich auch hier wieder Fakt. Und die Erklärung dazu, Eisenoxid-Nanopartikel werden in Tumorgewebe injiziert und einem hochfrequenten magnetischen Wechselfeld ausgesetzt. Dadurch wird nur der Tumor auf 45 Grad Celsius erhitzt und die Krebszellen sterben gezielt ab. Das heißt, das gibt es auch schon. Sehr gut. Dann starten wir direkt mit dem nächsten. Vielleicht was, was eher die breite Masse betrifft, jetzt im Vergleich zur Krebstherapie, nie wieder Socken wechseln. Dank der Nanotechnologie gibt es Socken, die nicht zu stinken anfangen. Auch hier wieder die Frage, Fakt oder Fiktion? Gibt es das oder ist das frei erfunden? Zumindest nach aktuellem Stand, man weiß ja nicht, was in Zukunft noch alles kommt. Hier jetzt das erste Mal andersrum. Momentan führt noch die Fiktion. Aber es kommen ja noch ein paar Meinungen, Abstimmungen dazu. Schauen wir mal, ob sich das noch verändert oder ob diesmal die Mehrheit für Fiktion ist. Sehr gut, es sind schon wieder 60, 61 Abstimmungen sogar, 62, es wächst noch. Aber es bleibt dabei, dass die Mehrheit diesmal für Fiktion ist. Jetzt schauen wir mal, was tatsächlich die Antwort ist. Und ja, auch hier ist es ein Fakt. Zumindest ist es so, dass eben die Silberpartikel durch ihre antimikrobielle Wirkung dafür sorgen, dass eben die Bakterien nicht grenzenlos wachsen können. Das heißt, es gibt diese antibakterielle Wirkung von Silbernanopartikeln in der Kleidung. Trotzdem sollte man auch diese Socken regelmäßig wechseln und auch waschen. Also es ist nicht hundertprozentig ein Fakt, gebe ich zu. Also man sollte die Socken trotzdem noch regelmäßig waschen. Aber es gibt eben durch diesen Einsatz von Silbernanopartikeln diese antimikrobielle Wirkung, die eben diese Geruchsbildung verhindern soll. Gut. Dann die nächste Aussage. Nano in Lebensmitteln. Nanopartikel sind in einigen Nahrungsmittelprodukten im Supermarkt enthalten. Auch hier wieder Fakt oder Fiktion. Wow, ich glaube, das ist jetzt die eindeutigste Aussage. Definitiv. Ich würde sagen, ungefähr die Hälfte hat bereits gestimmt. Wir sind bei 32. Und eindeutig das Ergebnis momentan bei Fakt. Schauen wir mal, ob sich da noch etwas verändert. So. Jetzt natürlich die Frage, hat die überwältigende Mehrheit auch recht? Das ist die Frage. Lösen wir es auf. Tatsächlich, die große Mehrheit liegt richtig. Es ist ein Fakt. Es gibt in der Tat Nahrungsmittel auf dem Markt, in denen zum Beispiel Silizium- oder Titandioxid-Nanopartikel enthalten sind. Und diese beeinflussen beispielsweise Konsistenz und/oder Farbe der jeweiligen Produkte. Und seit ein paar Jahren müssen solche Produkte auch gekennzeichnet werden. Also die große Mehrheit hat sich da für die richtige Antwort entschieden. Sehr gut. Dann noch ein anderes Thema.
Nie wieder Karies. Dank Nanotechnologie gibt es Dental-Nanoroboter, welche die Zahnoberfläche selbstständig reinigen und reparieren. Auch hier wieder Fakt oder Fiktion. So oder so ist es jedenfalls, der Gedanke ist auf jeden Fall sehr schön, zumindest für mich persönlich, dass es einfach kein Karies mehr gibt. Wäre natürlich angenehm. Ist auch spannend. Bis jetzt ist das Publikum jedes Mal noch richtig gelegen. Und auch diesmal gibt es wieder einen eindeutigen Trend, wenn auch in die andere Richtung. Ja. Nimmt fast wieder 60 Abstimmungen. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir können bereits auflösen. Ich sehe, die Zahl ist bei 63, 64, sehr gut. Ja, also an dem Ergebnis hat sich jetzt auch nicht mehr viel verändert. Die große Mehrheit ist für Fiktion. Lösen wir auf und ja, tatsächlich, es ist Fiktion, zumindest noch momentan. Das heißt, es gibt das derzeit leider noch nicht. Es gibt aber eine Zahncreme, die Hydroxyapatit-Nanopartikel enthält und diese Partikel können schon den angegriffenen Zahnschmelz wieder aufbauen und auch Zahnoberflächen restaurieren. Das heißt, es gibt sehr wohl Nanopartikel, die auch in der Zahnpasta eingesetzt werden. Aber leider ist es eben so, dass Karies schon noch existiert und wir auch nach wie vor unsere Zähne putzen müssen. Gut, die nächste Aussage. Und zwar anthropogene Nanoinversion. Nanopartikel kommen erst seit wenigen Jahrzehnten in der Natur vor, weil Menschen begonnen haben, diese zu produzieren. Auch hier wieder die Frage, ist das Fakt oder Fiktion? Ich glaube, ich habe es in meiner Einleitung nicht dezidiert hervorgehoben. Dementsprechend müssen die Zuschauer jetzt auf ihr Hintergrundbasiswissen zurückgreifen, ob sie dazu schon mal was gehört haben oder nicht. Ist eben Nanotechnologie rein menschengemacht? Oder gibt es das auch bereits in der Natur? Also bis jetzt hat sie das Hintergrundwissen noch nie im Stich gelassen. Jetzt das 60 Abstimmungen und wieder ein eindeutiges Ergebnis. Absolut, absolut. Also ich glaube, so eindeutig war es überhaupt noch nie. Zumindest kommt mir vor, der zweite Balken ist wirklich sehr, sehr schmal in diesem Fall. Lösen wir auf. Und ja, das ist natürlich Fiktion. Es gibt Nanopartikel, Nanomaterialien, nanotechnologische Effekte in der Natur. Das heißt, natürlich vorkommende Nanopartikel gibt es schon seit Anbeginn der Zeit. Beispielsweise eben das Carbon Black in vulkanischer Asche oder halt auch in Verbrennungsprozessen. Und künstliche Nanopartikel dagegen werden erst seit ungefähr ein paar Jahrzehnten gezielt hergestellt. Aber prinzipiell Nanopartikel gibt es eben auch in der Natur schon seit Anbeginn. Nächste Aussage, und zwar Nanopartikelschleuder. Wenn eine Kerze angezündet wird, entstehen Milliarden von Nanopartikeln, die sich in der Raumluft verteilen. Auch hier wieder Fakt oder Fiktion. Momentan die Mehrheit für Fakt, aber ich glaube, es kommen noch einige Stimmen dazu. Ungefähr die Hälfte hat bis jetzt abgestimmt. Aber es scheint wieder recht eindeutig zu sein. Ja, es scheint, dass unsere Zuschauer sich sehr, sehr einig sind und das ohne Absprache. Sehr, sehr homogen verteilt. Bis jetzt unübertroffen. Sehr gut, wir haben auch jetzt wieder über 64 Abstimmungen. Ich glaube, wir können dann auch diese Aussage auflösen. Ist das nun Fakt oder Fiktion? Und ja, die Mehrheit liegt richtig. Es ist tatsächlich auch wieder ein Fakt. Das heißt, im Ruß einer Kerzenflamme stecken Milliarden von Nanoteilchen, die eben während des Verbrennungsprozesses entstehen. Auch wenn man sie nicht sieht, man sieht vielleicht nur den Rauch von der Flamme oder wenn man sie auslischt,
Aber tatsächlich sind da eben Milliarden von Nanoteilchen, die auch in die Luft freigesetzt werden. Dann eine andere Aussage, und zwar Nanotaxi. Nanopartikel schleusen Medikamente in den Körper und bringen sie ohne Zwischenstopp zum Zielort. Auch hier wieder die Frage, ist das Fakt oder Fiktion? Auch hier wieder ein großer Trend in Richtung Fakt und ein geringerer Anteil nur für Fiktion. Sind ungefähr bei 40 Antworten. Ein paar Sekunden lasse ich noch, dass die letzten noch abstimmen können, aber ich glaube, an dem Ergebnis wird sich auch nicht mehr viel verändern. Die große Mehrheit stimmt für Fakt. Martin, du stimmst eigentlich nicht mit ab, oder? Nein, meine Hände sind hier nicht involviert. Ich bin Okay. einfach nur so auf die Ergebnisse gespannt. Alles klar. Ja, sehr gut. Lösen wir auf. Und ja, tatsächlich auch hier wieder Fakt. Es gibt Krebstherapien, in denen der Wirkstoff wie in einer Art Nanotaxi mit Zuckerketten sicher verpackt durch die Gefäße bis zum Tumor zum Beispiel geschleust wird. Am Ziel angelangt werden die beladenen Transporter von den Krebszellen aufgenommen und setzen dort ihre tödliche Fracht frei. Das heißt, die bösartigen Zellen sterben ab und das gesunde Gewebe bleibt verschont, weitestgehend. Sehr gut. Das war's auch schon mit meinem interaktiven Part im Mentimeter. Herzlichen Dank an alle für die rege Teilnahme. Man hat gesehen, ich glaube, es ist keine einzige Aussage dabei, wo die Mehrheit nicht sich richtig entschieden hat. Also Nein, sie entweder sind richtig. sind nur schlaue Köpfe im Zuschauerraum oder es war ein Lucky Game, weil bei 50-50 gut kann man natürlich auch richtig raten. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich alle super gut schon auskennen im Bereich Nanotechnologie und den Anwendungen. Dann ganz kurz noch auch, warum gibt es da jetzt auch Sicherheits- und Gesundheitsaspekte zu berücksichtigen? Also wenn wir jetzt eben das Beispiel mit der Kerze hernehmen, wie wir da jetzt eben vorhin gesehen haben, wenn man jetzt eine Kerze anzündet, gibt es da die Freisetzung von wirklich ganz, ganz vielen Nanopartikeln in die Luft und die können natürlich dann potenziell vom Menschen eingeatmet werden. Also Nanopartikel können eben in unseren Körper gelangen, nicht nur über die Lunge, sondern theoretisch auch über die Haut oder eben wenn man etwas isst. Aber die Lunge ist natürlich ein Haupt-Entry-Point für Nanopartikel in unseren Körper. Und dadurch, dass die Partikel so klein sind und wir sie nicht sehen, können wir eben theoretisch jederzeit eine Großzahl an Nanopartikeln einatmen, ohne uns überhaupt bewusst zu sein, dass wir das gerade einatmen. Und dadurch, dass die Partikel auch so klein sind, können die dann im Körper, in der Zelle, die Zellmembran theoretisch überwinden und eben in die Zelle gelangen. Und ja, da gibt es eben auch ganz viel Forschung dazu, wie genau diese Aufnahme in die Zelle passiert, über welchen Mechanismus und dann eben auch, wie viele Partikel aufgenommen werden, wie das mit der Größe zusammenhängt, mit der Oberfläche, mit dem Material. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Und da ist auch ganz viel Forschung bereits im Gange. Und wenn es dann darum geht, abzuschätzen, wann ein tatsächliches Risiko besteht, muss man sich eben anschauen, okay, was ist potenziell gefährlich, also welches Material ist es gefährlich und wenn ja, wie sehr? Also ist es zum Beispiel toxisch und wenn ja, wie toxisch ist es denn? Und dann auf der anderen Seite auch, wie viel davon, von diesem gefährlichen Material gibt es? Also bin ich diesem Material ausgesetzt? Komme ich in Kontakt damit? Kommt die Umwelt in Kontakt damit? Und eben, wenn ja, in welcher Situation? Also das muss man dann abschätzen. Und eigentlich ist ein Risiko nur dann vorhanden, wenn beide Faktoren vorhanden sind. Also wenn es einerseits eben ein gefährliches Material gibt, und ich dem auch irgendwie ausgesetzt bin. Also Beispiel eben, ich zünde die Kerze an, die Nanopartikel steigen in die Luft, ich sitze direkt daneben und atme sie ein.
dann ist es für mich ein potenzielles Risiko. Genau, und da geht es eben darum, dass man eben auch Risiken für die Umwelt mit berücksichtigt. Und diese Risiken muss man eben einerseits zuerst identifizieren und dann als zweiten Schritt aber auch quantifizieren. Und dazu braucht es eben eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden und Tools, wie man das machen kann. Und vor allem, man muss auch den gesamten Lebenszyklus des Materials berücksichtigen. Also man muss überlegen, wo wird das Material erstmalig hergestellt? Also zum Beispiel, ist es ein synthetisches Nanomaterial? Wie wird das hergestellt im Labor? Was sind da für Bedingungen? Dann, wie wird es in welchen Produkten eingesetzt? Weil je nach Produkt habe ich dann ja auch andere Anwendungen dazu. Wenn es jetzt zum Beispiel eben in einer Zahncreme ist, dann wird das Produkt eben als Zahncreme verwendet. Wohingegen, wenn ich es in Elektronik benutze, dann werde ich es vermutlich nicht essen oder irgendwie konkret in den Körper einbringen. Und dann geht es eben auch darum, dass man sich eben Materialien, Prozesse und die Produkte anschaut und eben auch, wie ist es dann mit der Entsorgung, gibt es ein Recycling, weil auch da gibt es ja potenziell Exposition zur Umwelt. Das heißt, ich wollte eigentlich nur veranschaulichen, es ist ein sehr komplexes und umfangreiches Thema, wenn es um die Nanosicherheit geht und die Bestimmung des Risikos, das dabei bestehen kann. Und dazu gibt es eben EU-geförderte Projekte. Also viele internationale Forschungsgruppen beschäftigen sich mit der Sicherheit von Nanomaterialien, dann deren Verwendung und dann auch natürlich deren Regulierung, weil letztendlich, wenn bei uns Produkte am Markt landen, dann wünschen wir uns natürlich als Konsument, dass diese Produkte sicher sind, einerseits für uns als Konsumenten, aber natürlich auch in weiterer Folge für die Umwelt, wenn es dann um die Entsorgung geht, aber auch in der Herstellung zum Beispiel für die Arbeiter im Labor, die sollen ja auch möglichst einen sicheren, geschützten Arbeitsplatz haben und nicht irgendwelchen Risiken ausgesetzt sein. Das heißt, die Produkte sind dann auch unterschiedlich reguliert, also je nach Verwendung und Sektor. Und die Schwierigkeit dabei ist, Forschung und Wissenschaft entwickeln sich meist schneller als das regulatorische Rahmenwerk. Das heißt, es entstehen neue Materialien und neue Anwendungen im Labor und in den Forschungsgruppen oft wesentlich schneller, als dann das regulatorische Rahmenwerk dem folgen könnte. Dementsprechend gibt es da schon viele Herausforderungen, gerade auch im Bereich Regulierung und Gesetzesgebung, inwiefern ich mit solchen innovativen Materialien und Produkten umgehe, weil auf der anderen Seite will ich natürlich Innovationen fördern und wenn ich jetzt sage, okay, es gibt ein super cooles neues Krebstherapeutikum, das wirklich einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen bereits vorhandenen Medikamenten liefert, dann muss ich natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung durchführen und mir überlegen, okay, was ist mein Benefit, den ich rauskriege und das mit dem Risiko irgendwo abwägen und dann möglichst vorausschauend trotzdem alles so sicher wie möglich gestalten, ohne jetzt dem Krebspatienten sein Therapeutikum zu verwehren. Ich habe da den Link reingepostet, wenn ich auf die Uhr schaue, ich glaube, es ist Zeit, es gibt da ein kurzes Video, das auch aus den drei Projekten heraus entstanden ist. Das heißt... Es sind noch 7 Minuten und wenn am Ende noch Zeit für kurze Fragen sind, sind wir auch nicht böse. Aber 7 Minuten hast du noch. Okay, das Video dauert 3,5 Minuten. Martin, entscheide du, ob wir es uns anschauen oder ob wir lieber sonst uns auf Fragen und Diskussionen fokussieren. Ich spiele es gerne ab und wir machen die Fragen dann im Anschluss. Gut, ich hoffe, es funktioniert mit dem Ton. Der Ton funktioniert leider nicht. Dann Ton würde ich funktioniert nicht, okay. Okay. Blende vielleicht nochmal den Link ein, sodass es jeder dann auch im Nachhinein noch anschauen kann. Genau, also der Link ist in der Folie. Vielleicht wollt ihr dann auch den YouTube-Link direkt auf der Homepage nochmal hochtun oder wie euch immer. Also das ist im Prinzip, es ist eigentlich nur noch einmal eine kurze Zusammenfassung, noch einmal, was ist Nano und dann auch in den Projekten, wie wir uns da jetzt beschäftigen im Bereich Regulierung, was da momentan sich entwickelt. Also im Prinzip geht es darum, welches Rahmenprogramm benötigt man eben auf regulatorischer Ebene, um beurteilen zu können, ob eben das Material sicher ist oder nicht im Produkt auch dann. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, dass sich auf EU-Ebene eine Art Beratungsgremium bilden wird,
Und da muss man dann auch überlegen, okay, welche Entscheidungskraft hat dieses Beratungsgremium? Inwiefern ist dann die Aussage von diesem Gremium bindend oder nicht? Wen baue ich da ein? Ist das jetzt ein rein wissenschaftliches Beratergremium oder sollte eben auch Industrie darin vertreten sein oder Konsumenten? Also das sind eigentlich die Herausforderungen oder Fragen, mit denen wir uns in den Projekten aktuell beschäftigen. Und dann bin ich eigentlich eh schon bei meiner Slide bezüglich Fragen und Diskussion. Sie würde mich natürlich sehr freuen, wenn aus dem Publikum irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder auch Ideen, Wünsche, was auch immer, bin da sehr offen, was da kommt. Vielen lieben Dank, Susanne. Fürs Publikum gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Man kann mit einem Handzeichen mich dazu bewegen, euch einfach freizuschalten und ihr könnt es dann direkt stellen, die Fragen. Oder ihr stellt eine Frage im Chat. Beides ist möglich. Übrigens, der YouTube-Link wurde von uns auch im Chat reingestellt. Das heißt, dort können alle noch sehen. Bis die ersten Fragen kommen, würde ich vielleicht noch eine Frage stellen. Ihr habt den Vortrag wirklich faszinierend gefunden und viele tolle Sachen präsentiert. Du hast ja auch gesagt, Stinkesocken gehören der Vergangenheit an, dank Nanopartikeln, Silber-Nanopartikeln. Das kann man sich natürlich vorstellen, die sind ja sehr klein. In der Waschmaschine werden die vielleicht ausgewaschen. Also könnte man überspitzt formulieren, Nanosilber ist vielleicht das neue Mikroplastik. Ja, ist natürlich ein Problem. Wie du richtig sagst, beim Waschen können die natürlich potenziell aus dem Textil quasi rausgewaschen werden und würden dann über das Abwasser auch potenziell in der Umwelt landen. Also das ist natürlich ein mögliches Problem, das auf jeden Fall betrachtet werden muss. Bezüglich deinem Vergleich mit dem Mikroplastik, aus momentaner Sicht ist es nicht die Gefahr, weil einfach die Anwendung der Sektor zu klein ist. Also wenn man sich überlegt, Plastik, Mikroplastik ist leider oder ja, ist momentan wirklich in ganz, ganz, ganz vielen Produkten verwendet, eingearbeitet und das Nanosilber ist schon noch eher eine Randerscheinung, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich, man muss sich überlegen, wie gut ist das im Textil verarbeitet und kann es dann eben sich potenziell rauslösen und welche Auswirkungen könnte es dann haben. Das einzig Positive, sage ich einmal, ist, dass die Partikel, wenn sie rausgewaschen werden, vermutlich relativ schnell wieder zusammenklumpen würden und dann eventuell nicht mehr ihre Nanomaterialeigenschaften, also ihre reaktiven Eigenschaften haben würden. Aber genau solche Themen muss man berücksichtigen und gerade die Umweltsicherheit wird natürlich jetzt immer mehr in den Fokus gerückt, eben auch beim Beispiel Medizinprodukte oder Pharmazeutika. Wie schon gesagt, wenn es ein neues Medikament ist, was eben potenziell eine Krebsart heilen kann, wird man natürlich versuchen, das auf den Markt zu bringen, auch wenn es vielleicht sehr schwierig in der Herstellung ist und potenzielle Gefahren in sich birgt. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch schon überlegen, wie ist es dann in der Umwelt oder eben gut, Krebstherapie ist vielleicht, betrifft jetzt nicht jeden, aber wenn man sich überlegt, wenn es Medikamente sind, die wirklich an die breite Bevölkerung dann gehen, die werden ja auch dann verstoffwechselt im Körper und dann wieder ausgeschieden. Und wo landen dann diese Ausscheidungen und inwiefern kann das auch die Umwelt wiederum belasten? Also das sind schon wirklich sehr viele weite Themen mit inkludiert. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Fragen im Chat und auch Handzeichen kommen. Eine Frage im Chat ist, in der Waschstraße für Autos, gibt es da auch Nanoversiegelung? Wie schaut es denn da aus? Werden da Dämpfe erzeugt, die eventuell bedenklich sind, wenn man die einatmet? Weißt du hier zufällig irgendwas darüber? Ehrlicherweise von dieser Anwendung wüsste ich persönlich nicht. Nachdem das Thema aber an sich wirklich super breit ist, möchte ich jetzt nicht sagen, nein, auf keinen Fall. Es gibt sicher keine nanotechnologische Anwendung in der Waschstraße, aber persönlich wissen würde ich es nicht. Also prinzipiell Nanopartikel kommen schon bei Autos in den Lacken vorwiegend zur Anwendung. Also gerade diese schillernden Lacke zum Beispiel, wenn die irgendeinen Effekt haben, ist es oft mit Nanopartikeln gemacht. Jetzt direkt in der Waschstraße, in der Versiegelung, wüsste ich es persönlich nicht. Okay, danke sehr. Eine Frage haben wir auch per Handzeichen von Victoria, die ich jetzt gleich online schalte. Victoria, du kannst eine Frage stellen. Meine Frage wäre, in einem der Graphen am Anfang bei Produkten, bei denen Nanotechnologie benutzt wird, gab es zwischen den Jahren 2014, 2015 und 2016, 2017 einen größeren Unterschied als bei den anderen. Gab es da irgendwelche neuen Erfindungen oder Entdeckungen? Ja, also
Ich könnte das jetzt nicht konkret sagen, warum genau da dieser Sprung war, aber es ist schon so, dass gerade Produkte, die auf den Markt kommen, das ist einfach nicht komplett linear, weil andere Sachen brauchen in der Forschung einfach länger oder vielleicht war da auch in der Zulassung irgendein Problem, bis das wirklich dann auf den Markt getroffen ist. Also ich könnte jetzt leider nicht begründen, warum genau da die Differenz war, aber generell, wann welche Produkte auf den Markt kommen, ist halt nicht komplett linear. Ich wollte eigentlich mit dieser Grafik nur zeigen, dass es eben schon ein stetiges Wachstum auch in den vergangenen Jahren bereits gegeben hat. So, wir haben jetzt Zeit für eine allerletzte Frage im Chat von Chiara gefragt. Wie bist du darauf gekommen, genau diesen Berufsweg einzuschlagen? Bitte um kurze Antwort. Das ehrlicherweise hat sich eher durch Zufall ergeben, weil ich sage, Pharmazie war jetzt nicht unbedingt, ja, also der Großteil von meinen Studienkollegen ist schon in der Apotheke gelandet, eben als klassischer Pharmazeut. Bei mir war es eigentlich wirklich eher durch Zufall, weil ich eben bei der Diplomarbeit mich mit Nanopartikeln beschäftigt habe und dann eben durch meine Professorin damals erfahren habe, dass es die Bio-Nanonet in Graz überhaupt gibt. Und ich habe mir dann gedacht, gut, warum nicht? Ich versuche das mal mit diesen EU-Forschungsprojekten auch, ob mir das gefällt oder nicht. Und Gott sei Dank, bis jetzt gefällt es mir noch sehr gut. Und ja, die Projekte sind einfach sehr abwechslungsreich und es macht total viel Spaß, mit internationalen Partnern auch zusammenzuarbeiten. Vielen herzlichen Dank, Susanne. Auch an dich nochmal einen ganz großen virtuellen Applaus.